Du bist also der Oberfloh Yoshi. Dann mach dich auf eine zweite Ladung Schrumpfmagie gefasst. Bananenfleisch. Hey, aufpassen! Oh oh. Oh. Er hat die Mikromi-Route kaputt getreten. Nein! Als die Mikromi-Route zerspringt, wachsen Mario und Co. wieder auf zur alten Größe zurück heran. Was auch immer. Boah, die Party ist noch nicht vorbei. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Mein Geo-Blockgurt, jetzt lernt ihr mich kennen. Es ist soweit. Jetzt kann nur Yoshi, der wahre Superstar Bowser, die Stirn bieten. Heilige Kacke, ey. Ich schwitze. Yoshi ist der Superstar. Wir wissen Bescheid, ja. Ja, wir werden jetzt gegen Bowser antreten mit der Macht der Sterne. Diese Party, die hat mich fertig gemacht. Ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Ich glaube, das habt ihr auch gemerkt, dass mir die Party gerade jetzt fertig gemacht hat. Das, holy shit. Oh, alles klar, was für eine... Alles klar, was für eine Steuerung. Okay, stampfen. AB, Tritt, Sprung, Schlag. Okay. Ja, ich hoffe, ich bekomme das hin. Er gehört für das große Finale, habe ich jetzt etwas ganz Besonderes im Petto. Er zittert vor der Macht meines neuen Geo-Block-Gurts. Hey, das ist unser Wrestler-Bowser. Oh, no. In dieser Form kannst du Bowser nur an seinem Schwachpunkt attackieren. Und dieser Schwachpunkt ist der goldene Bowser-Block. Schau, wo der Bowser-Block ist und triff ihn so oft du kannst. Glaube an dich, Yoshi. All deine Freunde zählen auf dich. Oh, wir haben schon ein halbes Leben verloren. Oh Gott. Alter Falter. Oh, nice, nice, nice. Hat das schon gezählt als ein Leben Abzug? Nein. Schade. Aber er hat trotzdem schon, er wird schon rot, der Block. Das heißt, er hat trotzdem schon Schaden kassiert, ne? Also es sieht mir zumindest danach aus. Es sieht mir zumindest danach aus. Komm, leg dich langsam mal nieder, mein Freund. Leg dich mal wieder nieder. Please. Oh Gott, die Kamera, ne? Die Kamera, die ist super. Oh, warte. Jawohl, okay, jetzt haben wir ihm ein Leben abgezogen. Oh, ja, der Bosskampf, der gefällt mir bisher wirklich ganz gut. Oh Gott. Oh Gott, der ist ja jetzt. Au. Oh, Alter. Oh boy. Die Kamera, die ist übrigens ultra ätzend. Wollte ich mal angemerkt haben. Jawohl, noch ein Leben abgezogen, aber wir haben auch nur noch anderthalb. Wir haben auch nur noch anderthalb. Oh Gott. Okay, okay, okay. Ja, das war's. Gott, der Boss, der hat's in sich. Okay, wir versuchen es nochmal. Oh shit, okay, nochmal die letzten Feuerbälle und zack, das war's. Ho, wir haben es geschafft. Video nur mit einem Leben als Rest. Boah, das war krass. Krasser Bosskampf. Den hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Wow. Okay. Stark. Stark. Extrem stark. Boah, das war ein guter Final Boss. Muss man so sagen. So eine Reinfall. Ja, klar. Deutsch, Profi. Nein, nicht mein Himmelskristall. Damit setzen sich die Himmelskristalle zusammen. Die fünf Himmelskristalle sind vereint. Welches Geheimnis geben sie wohl preis? Wir werden es herausfinden. Im nächsten Part Spaß.
Ein Nintendo DS. Ja. Du hast die Dreieck-Knobelei freigespielt. Boah, wie konnte ein solches Pack Flöhe alle Himmelskristalle finden? 5 Himmelssteine neu vereint bewirken, dass ein Spiel erscheint. Diesen alten Spruch erzählt man sich auf dieser Burg. Und das Spiel war so gut wie mein, bis ihr Wissfiguren aufgekreuzt seid. Wie bitte? Was? Ihr wollt mit mir spielen? Seid ihr noch bei Trost? Nun, wenn ihr den großen Bowser so anfleht, wie kann ich da Nein sagen? Oh, und somit unsere Partyrunde größer denn je. Mehr Spieler, mehr Spaß. Von jedem Tag an feierten Yoshi und die anderen die tollste Party überhaupt. Oh. Toll. Toll, toll. Ende. Wow. Das Ende wusste ich auch nicht mehr. Das Ende ist ja super. Bowser ist ja eigentlich nicht böse. Ne? Meistens zumindest. Ja, da ist unser guter Freund Yoshi. Und da sind die Credits. High Credits. Nee, gut, wo fange ich an? Das ist noch nicht das Ende, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber ich werde noch die anderen, die Minispielmodis und die Knobelei und so spielen und so weiter. Aber das ist zumindest das Ende des Abenteuers, des Story Modes. Ich muss natürlich sagen, der Story Mode, der ist schon. Ja, ne? Ich meine, ein bisschen komisch, weil. Ja. Es ist halt Fakt, dass die CPUs sehr supported werden. Vor allem jetzt am Ende hat man es halt gesehen. Die CPUs werden supported as fuck. Das ist. Das kann man nicht leugnen. Die CPUs, die werden unterstützt wie sonst noch was. Aber muss halt so sein. Es hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Ohne Safe Sets wäre ich hier wahrscheinlich ausgerastet ohne Ende. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich wollte es wirklich nicht anders machen. Und ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, warum ich das gemacht habe. Ja. Ansonsten, glaube ich, habe ich nicht viel zu sagen. Ich meine, das ist eins der besten Mario Partys überhaupt. Es ist Mario Party aus meiner Kindheit. Es war ultra schön, das Spiel hier mal wieder zu zocken. Wirklich. Es war super. Hat mich richtig gefreut. Es war die richtige Entscheidung, das Let's Play hier zu starten. Und ja, ich meine, an dem Spiel ist alles super einfach. Ganz ehrlich. Ich habe damit so viele Stunden in meiner Kindheit verbracht und ich glaube, ich muss dazu auch nicht mehr sagen. Das Spiel ist super. Und ich glaube, das wissen alle, die das Spiel gespielt haben. Hier hat noch wirklich alles super gepasst in diesem Spiel. Hier hat noch alles gut gepasst. Charles Martini! Schöne Grüße. Die Stimme von Mario, Wario, Luigi. Ich glaube auch war Luigi. Ja. Sind ein paar. Vielleicht auch noch irgendwas, was ich gerade nicht auswendig weiß, aber keine Ahnung, ja. Na gut, ansonsten habe ich glaube ich nichts mehr zu erzählen. Wir werden wie gesagt noch weitermachen mit den Minispielmodis und so weiter. Und ja, den Abenteuermodus haben wir damit erstmal durch. Waren auch super Bosse, ja. Ich meine, die Bosse waren jetzt nichts Spezielles, aber es gibt immerhin Bosse. Ich habe die Bosse trotzdem ziemlich cool gefunden. Die mochte ich, die Bosse. Ja, war eine schöne Sache. Und ansonsten, glaube ich, lassen wir noch kurz die Credits fertig durchlaufen. Und ja. Ich glaube, dass wir dann fertig sind mit dem Part hier. Genau. Ja, Special Thanks gehen raus an hier ein paar Leute und so. All Hudson, All Nintendo. Oh, okay. All Nintendo, All Hudson, Super Mario Club Stuff. Cool, cool. Auf jeden Fall cool, cool. Schade, dass Hudson kein Mario Party mehr macht. Die sind ja leider in Konkurs gegangen, sind pleite gegangen. Schade. Oh, Shigeru Miyamoto. Moin. Ja. Jetzt müssen wir uns halt mit den Mario Partys von den D-Cube begnügen. Aber wir haben ja noch immer die guten Mario Partys, die wir per Emulator oder auch auf den Originalgeräten noch immer spielen können. Von daher ist ja alles gut.
Ja. Satoru Iwata. Ja. Damit sind wir durch. Und ich glaube, dass jetzt auch nichts mehr kommt. Bin mir nicht sicher. Ich denke nicht. Du hast die Kommspielstärke extrem freigespielt. Das ist super. Super! Da habe ich ja Bock drauf. Hey! Boss, Bezwinger und Abenteuer beendet. Dafür haben wir insgesamt jetzt 2000 Partypunkte. Und auch den Yoshi-Charakter haben wir bekommen. Goomba. Und Bowser's Geoblockgurt. Und Yoshi Meister. Cool. Man könnte jetzt den Story-Mob mit allen Charakteren durchspielen. Dann würde man alle Orden bekommen. Hey. Nein, das mache ich nicht. Ich verabschiede mich jetzt erstmal hier von euch. Wir werden weitermachen mit den anderen Spielmodis, wie gesagt. Also das Play ist noch nicht vorbei. Bleibt auf jeden Fall dran. Aber ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.